Ich lese heute mein Lieblingskapitel vor aus dem Buch Was fehlt, wenn alles da ist, warum das bedingungslose Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt. Mein Lieblingskapitel ist Wer nicht fragt, bleibt stumm. Bei der Volksabstimmung zum bedingungslosen Grundeinkommen ist es nicht entscheidend, was das politische Establishment vorgibt. Die Fragen des Grundeinkommens wirken auf den politischen Alltagsbetrieb seltsam und bleiben ihm oft unverständlich. Das zeigen die Botschaft des Schweizer Bundesrates sowie die Beratungen in den Kommissionen oder in der Kommission des Nationalrates. In der Kommission war eine fast groteske Überforderung, Fassungslosigkeit und Unbeholfenheit zu erleben, egal ob vom rechten oder linken Flügel. Von den Anwesenden wurden Fragen und Einwände formuliert, die eher Unverständnis artikulierten, als dass sie von einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema zeugten. Das ist nicht schlimm, sondern weist darauf hin, dass es sich beim Grundeinkommen um eine Abstimmungsvorlage handelt, die sich keineswegs im politischen Alltagsgeschäft erschöpft. Die Parteien werden empfehlen, das Grundeinkommen abzulehnen. Die Argumente werden lauten, dass es nicht finanzierbar sei, dass seine Folgen unabsehbar wären und dass man Bedenken wegen des Wegfalls der Arbeitsanreize habe. Außerdem wird es heißen, dass das Grundeinkommen unsozial sei und neoliberale Züge aufweise oder unliberal sei und sozialistische Züge aufweise. Die Abstimmungsplakate der Gegner werden entsprechend betitelt sein. Geld für nichts, nicht mit uns oder wer essen will, muss arbeiten oder auch Freiheit gibt es nicht umsonst oder Ja zur Schweiz, Nein zu Sozialschmarotzen. Die Fragen des Grundeinkommens zielen auf jeden Einzelnen. Politische Grabenkämpfe spielen dabei eine Nebenrolle. Wer sein Votum darauf abstützt, was andere dazu sagen, ohne die Fragen des Grundeinkommens zu seinen eigenen zu machen, der verpasst die Gelegenheit, sich selbst zu fragen, wie er in Zukunft leben und arbeiten will. Was tun wir, wenn wir nicht mehr arbeiten müssen? Das fragt der Soziologe. Was tun wir, wenn andere für uns arbeiten? Das fragt der Ökonom. Der Nachbar, der Neider oder der Nihilist fragen, würde überhaupt noch jemand arbeiten, wenn für sein Einkommen gesorgt wäre? Der Pessimist fragt, und wer macht dann die Drecksarbeit? Der Konservative fragt, kämen dann nicht alles Ausländer? Der Philosoph fragt, was ist Arbeit? Und der Pädagoge fragt, sollten wir das bedingungslose Grundeinkommen nicht doch an Bedingungen knüpfen? Das bedingungslose Grundeinkommen fragt jeden Einzelnen nach seiner Frage.